Ich möchte Sie recht herzlich grüßen vom 10. Nationalen Biobankensymposium, das wir im 1. und 2. Juni hier in Berlin gerade veranstaltet haben. Eine Veranstaltung mit mehr als 300 Gästen aus Forschung, Wissenschaft und auch Politik. Wir hatten sehr viele interessante Gespräche zu den Bereichen Ethik, Datenschutz, IT und natürlich auch Qualität. Biobanken haben sich in den letzten 10 Jahren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Forschungsdateninfrastruktur ausgebildet. Und wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch noch sehr viele Interaktionen zwischen Biobanking und der Medizininformatik-Initiative haben. Schwerpunkt des diesjährigen Biobankensymposiums war, die Nachhaltigkeit der Biobankeninfrastruktur zu sichern und auch die Zusammenarbeit mit vielen Netzwerkstrukturen, insbesondere der Medizininformatik-Initiative oder aber auch internationalen Konsortien, wie zum Beispiel BMMA ERIC. Ich möchte allen Referenten und auch den vielen Diskussionsteilnehmern ganz herzlich danken für die sehr interessanten Beiträge und auch Erkenntnisse, die wir in den 2 Tagen gewonnen haben, und würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr uns wieder hier in Berlin dann zum 11. Nationalen Biobankensymposium wiedersehen würden. Vielen Dank.